Willkommen zurück zu Planets Nomad, wenn ich es richtig ausspreche. Oder? Ach, kommt da nicht mal hier irgendwie ein schöner Bildschirm? Naja, ach, da unten steht es aber, Planet Nomads, ganz genau. Weil, ja, durch Space Engineers, vorher Empyrean, jetzt dies hier und ja, jeder guckt sich von jedem ein bisschen was ab, was wieder hier gut ist mit dem Röhrensystem. Finde ich eine nice Sache, das ist auch das Beste, was Space Engineers zu bieten hat mit. Also da bin ich eigentlich, deswegen spiele ich es eigentlich nur. Eben durch das schöne Röhrensystem, dass man das alles schön verbinden kann, nicht hin und her latschen muss. Bei Empyrean finde ich das immer zum Brechen. Du hast dann zwar eine schöne Schmelze und so weiter, musst das per Hand hin umladen in deine Dings rein. Eben in deine Container rein und von da aus dann eben wieder weiter in den Constructor. Aber nun ja, ich habe hier mal zwei kleine einfach mit dran gemacht, dass wir da einfach die Sachen reinschmeißen können und der kleine 3D-Drucker nimmt sich das dann. Ja, und hier ist so eine Müllkiste eigentlich. Ich werde mal die ganzen Sachen hier noch ringsherum mit abbauen, dass wir da zumindest die Ressourcen erstmal mit haben. Das dauert ja eine Ewigkeit. Aber hier doch relativ. Ja, gut, MK. Ja, da kommt jetzt ein bisschen was zusammen. Weg. Kommt so langsam hinterher, geschissen alles. Sieht so mit Essen trinken aus, klappt noch, ganz genau. Weil hier schlafen habe ich dann auch mal ganz kurz, das seht ihr denn unten links an dieser komischen Herzlinie da. Geht's da wieder bestens. Ja, Batterien habe ich auch rausgenommen, bringt ja nichts. Sag ich mal, ist ja, der nimmt ja so oder so von vom Anzug, also ob ich das jetzt so oder so mache, ist erstmal relativ egal. Hier ist noch ein Trümmerteil. Was sind da hinten für eine große Steine? Gucken, wir brauchen ja mindestens drei freie Plätze und die haben wir nicht. Also müssen wir da erstmal ein bisschen was raussortieren. Jim. Aber können wir ja machen, dafür haben wir ja da die Kiste mitgebaut. Ja, Batterie ist wieder leer. Haben wir akzeptiert. Die brauchen wir eigentlich nicht so weit. Ja, wenn nicht, nehmen wir uns da erstmal was raus. Oh, kriegen wir sogar alles unter und dann schon wieder voll das Ding. Weil Ressourcen, auch verschiedene andere Ressourcen brauchen wir denn. Natürlich. Ich würde fast. Ist das eine giftige Pflanze oder? Wir nehmen sie erstmal mit und denken, guck mal, oder immer nicht zu nah rangehen. Hä? Ach, da hinten sind die riesengroßen Steine. Ist ja bestimmt auch giftig, die Pflanze da. Ja, ein Biomasse brauchen wir auch ein bisschen. Hallo? Ach so, ja. Da sind wieder diese komischen Kühe oder was das auch immer darstellen soll. Eisenkohle, Silizium, so die Grundmaterialien. Interessant wird es denn mit Gold und Silber und so weiter denn. Wo wir die herkriegen. Und die ganz anderen Sachen immer noch. Da muss man mal gucken, ob man eben, ja, Dennis Hoover oder sowas baut. Also ein kleines, ja, Fortbewegungsfahrzeug erstmal. Entweder immer nur Schicht für Schicht für Schicht, das ist so eigentlich das nächste, da denn auch so eine Dings zu bauen, so eine Station mitzubauen, dass wir da ein bisschen besser abbauen können. So, wir nehmen hier erstmal schon mal ein bisschen Wasser mit, dass wir nicht immer hin und her latschen müssen. Ja, 20 Stück sollten erstmal für eine ganze Weile reichen.
Da brauchen wir nämlich auch Kohle, weil da ist. Das können wir nämlich auch sammeln da. Mal gucken. Was haben wir hier eigentlich? Ah, ja, nicht viel zusammengekriegt, ey. Brauchen wir wirklich extrem viel an Energie, ey. Komm, achso, doch, sammelt er. Oh, zwei Kräuter. Also kriegt man aus den Pflanzen immer verschiedene Sachen raus. Ah. Ich habe gedacht, man muss so eine Kräuterpflanze finden oder sowas. Eben. Aber das ist ja dann doch nicht so der Fall. Aber das ist ein Eisenberg. Weil hier aus den großen Dingern kommt dann wirklich nicht extrem viel gutes Zeug raus. Ja, wieder 11 Kohle, 9 Eisen, 8 Silizium. Geht, würde ich mal meinen, aber wir nehmen noch ein bisschen Biozeug mit, falls wir. Achso, sieht okay. Falls wir da noch ein bisschen was brauchen, vor allen Dingen für den Reaktor. Aber da haben wir eigentlich auch relativ gut oder sehr viel Zeug. Nehmen wir erstmal das hier mit. Da auch scheint ein relativ guter. Das müsste ja auch Silizium oder sowas sein. Das ist auch nochmal eine Pflanze. Die nehmen wir auch gleich nochmal mit. Nicht, dass die sich verteidigt oder sowas. Das kriegen wir hier vor allen Dingen raus. Ja, ist auch relativ gut. Den nehmen wir mal mit. Ja, dann sind wir nämlich auch schon. Nö, geht ja noch. Ich würde schon sagen, da sind wir schon balle voll, aber das ist ja nicht der Fall hier. Dum, 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 dum. Die erste Schicht war relativ gut gewesen. Jetzt kommt nur noch Schrott raus. Das ist ja mal blöde. 221. Bringt ja mal ja nichts. Kostet ja die Energie schon mehr. Mal wieder kurz warten, den Laser ausruhen lassen. Oh, da ist hinten. Machen wir nochmal immer. Dum, dum, dum. Dum, dum. Was ist das da eigentlich? Naja. Ich bin neugierig. Ja, nichts gewesen. Können wir das hier einsammeln oder? Ja, auch nicht. Schade. Notsignal erkannt. Wahrscheinlich irgendwo wieder Wille auf der Batterie was gefunden. Hier. Da ist 175 meine Kapsel entfernt. Ah, die sind ja noch nicht mehr auf der Dings drauf. Weil ich mich wahrscheinlich wieder entfernt habe hier. Ach, nicht bauen will ich nicht. Ich will ins Inventar schauen. Mensch, 89 an Dings. Das könnte erstmal ein bisschen was reichen. Dann nehmen wir mal hier noch ein bisschen Biomasse mit. Brauchen wir ja auch ein bisschen immer. Nicht aktuell für ein Dings, für einen Reaktor, sondern man braucht ja auch, um verschiedene Sachen mit herzustellen, braucht man ja auch ein bisschen Biomasse. Ja, kann man auch noch das mit aufsammeln, so eine kleine Holzstückchen. Sieht eigentlich relativ fix. Ja, entweder hakt das hier oder ich weiß es nicht, ja. Irgendwie ein bisschen komisch, das Ganze. Wir können auch rennen, wa? Das macht es bestimmt ein bisschen besser. So, dann kann man das nämlich hier alles schön reinschmeißen.
Dann nehmen wir das mal mit rein hier. Ach, ich muss ein bisschen Kohle hier mit reinschmeißen. So, wie können wir denn 19 Kohle? Das passt ja, ja. Können wir das nämlich so reinschmeißen hier? Reinigt das Wasser. Ja, machen wir erstmal 10 Stück. Das brauche ich auch ein bisschen, das Ganze. Als nächstes würde ich ja sagen, wir bauen kompakte Rüstungskammer. Brauche ich dafür. Bauen Sie eine Deckenplatte. Stasiskammer. Dann bauen Sie eine kompakte Rüstungskammer. Aha. Ja, muss ich da erstmal das bauen, ja. Dann kann ich mir eine Stasiskammer oder sonst sowas danach eventuell bauen. Großes Gewächshaus. Förderband L-Sektion, aha. Oder für die Raffinerie meinen die da das Förderband, das mittlere Gewächshaus. Kostet ja nicht viel und Dings kriege ich auch wieder zurück. Basismobilität. Große Luftklinge. Luftklinge. Große Federung. Schwebepolster gibt es ja auch. Buggybad. Ne, Rad. Oh Mensch. Ich muss erstmal das Hebelwerkzeug bauen. Bauen Sie eine Deckenplatte. Dann machen wir natürlich erstmal die Deckenplatte. Die wir hier sinnlos einfach mal drauf platzieren. Grundrahmen. Ja, toll. Jetzt habe ich hier das auch schon wieder alles weggetan. So, machen wir da das denn. Dann tun wir das einmal bauen. Und einmal wegnehmen. Ja, ist zwar ein bisschen sinnfrei, aber nur so geht's ja. Kompakte Rüstungskammer. Die würde ich. Weiß ich ja nicht, ob die Dings mit dran hat. Nö. Aber dann komme ich da wieder nicht ran. Reichen da erstmal 2 zu? Aber wenn ich baue, die erstmal hier hin. Kann ich da immer noch eine ransetzen? Wenn nicht, kann ich hier angenommen eine Kurve, also Kurve und kann dann da nochmal 2 ransetzen. Oder ich mache dann auch noch einmal so hier rum, kann hier 2 ransetzen, mache dann so eine Verbindung nach unten, so eine Verbindung nach unten. Passt schon irgendwie alles. Das kriegen wir doch alles hin. So, wir brauchen mechanische Teile und elektrische Teile. Mechanische Teile und elektronische Teile. Und schon ist das Ding hier fertig. Wir sind dann auch noch in dem C-Segment drin. Ja, also in dem Bausegment drin. So, und jene will er da raus. Und dann hat er nämlich ja auch Energie. Weil dann würde ich nämlich sagen, wir machen einen Erkundungsanzug MK2. Und Jetpack MK2. Und ein Multitool MK2. So, das ist ja irgendwie eine. So, weil hier als Werkzeug verbessere Leistungen, weniger Stromverbrauch, kann bohren, schneiden, konstruieren und dekonstruieren, im äußersten Notfall als Waffe zu gebrauchen, benötigt Batterien zum Betrieb. Wenn die Batterien erschöpft sind, schaltet das Multitool in den Backup-Modus. Ja, da als Hinweis das Ganze. Das ist doch mal. Ich habe wieder was rausgefunden. Ich habe wieder was rausgefunden. Mensch, Kinders, was ist denn hier schon wieder mit meiner Maus los, ey? Entweder das A ist Spiel oder B meine Maus hier. Dann kann ich nämlich hier schön hintereinander das alles abbauen. Geht doch relativ fix, ey.
das macht sich doch mal deutlich besser, ja. Und vor allen Dingen die, was die Dings sind hier, die Kristalle, die kommen ja wieder. Kommen ja wieder und wieder und wieder. Ja, Kohle und so weiter alles. Ich bin leicht durstig. Den können wir nämlich gleich mal hier schon mal was trinken. Müssen da nicht immer bis zum Schluss warten. Noch mal ein bisschen was rausgeholt. Können wir jetzt auch nicht ändern hier. So, was brauchen wir denn dafür alles? Wir brauchen vier das und einmal das. Haben wir das eigentlich? Ne. So, das diese komischen Sachen und dann vier Elektronik habe ich doch zumindest schon mal. So. Brauchen wir eine Glasplatte und vor allen Dingen wir brauchen hier, können wir das wieder herstellen, hier davon Stoff 8 Stück. Dann können wir das erstmal schon mal mit anschmeißen. Dann brauchen wir noch zwei Elektronik. Zusammen haben wir keine zusammengesetzten Teile mehr hier. Doch, da. Drei Stück, also brauche ich da auch bloß nur noch einen bauen. Einmal davon was. Glaskomponente. Sollte das eigentlich so weit? Ja, jeder noch. Wir sind. Ach ja, er. Komm noch ein bisschen hier. Wir wollen ja noch die Aufnahme hier fertig machen. Und dann können wir schlafen gehen. Vorher nicht. So, achso, Elektronikteile. Angels Kinders hier, ja, hier Grundmaterialien und so weiter und dann irgendwo anders zusammenbauen. Ist eigentlich fast wie Space Engineers. Eben das Absturz mit der Kapsel ist Empyrean. Und mal gucken, wie sich das hier noch entwickelt, weil ja, weil man wirklich nicht irgendwie Waffen oder irgendwas hat. Ich kann ja nicht mal Interieur, Innenbeleuchtung, Deckenlicht. Treppenhaus, Geländer, Geländer kurz, verstärkte Außenwand, Innenwand, Innenwand kurz, ja, Innenwand mit Türen, Basis, die verschiedenen Basissachen eben, Mobilität, ja, ich muss jetzt schlafen gehen. Im Sleeping, sonst Sleeping hier noch ein. Dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin dann. Ciao.